Hallo, mein Name ist Mark Leifelt von Evaco. Herzlich willkommen zu unserer Evaco Education Reihe zu ClickSend Software as a Service. In diesem Video möchte ich Ihnen das neue Konzept von Bereichen in ClickSend SaaS vorstellen. Die Streams, wie wir sie aus den ClickSend Client Managed Versionen gewöhnt sind, gibt es in dieser Form in ClickSend SaaS nicht mehr. Was es nun gibt, sind sogenannte Bereiche. Wenn Sie auf Ihrem SaaS Hub starten, finden Sie die Bereiche im Punkt Untersuchen. Sie starten erstmal in einem Bereich, wo Sie alles sehen, was Sie sehen können. Keine großen Unterscheidungen, grundsätzlich erstmal alles das, worauf Sie irgendwie Zugriff haben, was Sie sehen können, können Sie sehen. Und hier fällt auch im ersten Blick direkt auf, es gibt nicht mehr diese Trennung, dass wir nur Applikationen sehen, sondern man kann Diagramme sehen, Applikationen natürlich, entsprechende Daten, Notizen oder aber auch Links auf weitere Themen. Was wir hier bereits sehen können, neben dem entsprechenden Namen gibt es weiterhin auch immer noch einen Autor, der zum Beispiel Applikation, und wir sehen auch noch so typische Sachen wie wann wurde es geändert und so weiter und so fort. Aber hier fällt uns auf, hier gibt es die Unterscheidung in sogenannte Bereiche, auch mit verschiedenen Logos. Einmal einem rötlich eingefärbten, einmal hier einem blauen und dem grauen, wo wir schon erahnen können, ein sogenannter persönlicher Bereich. Mit diesem Bereich fangen wir auch direkt mal an. Der persönliche Bereich lässt sich ganz gut vergleichen mit dem Arbeitsbereich aus ClickSend SaaS Enterprise. Hier haben Sie Ihre Applikation, Ihre Diagramme, Ihre Daten und so weiter und so fort, die Sie in Ihrem Bereich sehen können. Wie man nun auch sieht, ich klicke hier ein bisschen durch und wir haben nur noch weniger. Und wir haben weniger Dinge, die uns angezeigt werden. Neben diesem persönlichen Bereich gibt es aber auch sogenannte freigegebene Bereiche und auch verwaltete Bereiche. Fangen wir doch einmal mit einem freigegebenen Bereich an. Selbe Ansicht wie vorher. Applikation, Daten, Notizen, Links. Was man jetzt aber auch noch zusätzlich sieht, hier oben rechts tauchen auf einmal zwei Icons, zwei Kürzel auf. In diesem Bereich sind zwei Personen gemeinsam unterwegs. Das heißt, alle Nutzer, die in diesem Bereich sind, sehen auch alle Applikationen, alle Daten, alle Notizen und alle Links. Schauen wir uns diesen Mitgliederbereich doch einmal genauer an. Wir sehen, ich bin aktuell der Besitzer und mein Kollege hat eine entsprechende Rolle zugewiesen. Kann anzeigen, ist Administrator, kann bearbeiten. Sprich, alle Personen, die sich in diesem freigegebenen Bereich Northwind befinden, können alle Daten, alle Applikationen, die innerhalb dieses Bereiches sind, bearbeiten, wenn man ihnen die Rechte dazu gibt. Somit haben Sie in ClickSend SaaS die Möglichkeit, innerhalb eines Streams gemeinsam an Applikationen zu arbeiten. Wie man aber schon oft erkennen konnte, es geht nicht mehr nur noch um Applikationen, sondern Sie haben hier auch die Möglichkeit, innerhalb eines Streams Datendateien abzulegen, einfache QVDs, Excel-Dateien und so weiter und so fort, für den Bereich Datenverbindungen zu erstellen. Das heißt, entsprechend die Personen, die zu diesem Bereich gehören, können dann diese Datenverbindungen nutzen. Das ist dann somit gesehen Daten, Datenverbindungen, Apps und alles und so weiter zu einem Bereich gehören. Schauen wir uns dann doch nochmal einen verwalteten Bereich an. Hier dasselbe Spielchen, Apps, Daten, Notizen und so weiter und so fort. Wir sehen hier oben auch ebenfalls zwei Personen, die zu diesem verwalteten Bereich gehören. Wir sehen hier unsere Datenquellen, aber schauen wir uns doch hier doch nochmal die Mitglieder etwas genauer an. Und hier sehen wir, wenn ich jetzt nun im verwalteten Bereich bin, gibt es verschiedene Optionen. Kann anzeigen, kann beitragen,
Das heißt, kann Apps öffnen und innerhalb dieser Apps Arbeitsblätter erstellen und bearbeiten, ähnlich wie wir das von unseren SaaS, von den Client-Managed-Versionen kennen, duplizieren, auf ein Arbeitsblatt zu erstellen. Dann kann man ihm natürlich Administrationsrechte geben und Veröffentlichungsrechte. Was hier aber auch wieder fehlt, die Person kann hier nicht mehr die App als solches bearbeiten, wie wir das vorher im gemeinsamen Bereich gesehen haben. Mit diesen verwalteten Bereichen haben Sie hier die Möglichkeit, die Rechte deutlich zu beschränken und so zum Beispiel reine Consumer-Bereiche zu erstellen. Mit entsprechenden Rechten können Sie aber auch direkt über den neuen Hinzufügen-Button, den Sie oben rechts finden, einen neuen Bereich erstellen, diesen Bereich benennen, beschreiben und entsprechend auswählen, ob das ein verwalteter oder ein freigegebener Bereich sein soll. Schauen wir uns dann nochmal hier in einem gemeinsamen Bereich, in dem Bereich, in dem man gemeinsam was bearbeiten konnte, einmal diese App genauer an. Hier haben wir auch wie gewohnt die Möglichkeit der Veröffentlichung und können jetzt, wenn wir uns erinnern, wie unsere verwalteten Bereiche hießen, aus einem gemeinsamen Bereich, in dem wir was gemeinsam erstellen, bearbeiten können, das Ganze in einen verwalteten Bereich veröffentlichen, der dann gegebenenfalls nur noch Rechte zum Konsumieren hat. Und da können dann die Analysten mit den Apps arbeiten. Eingangs erwähnt sind Daten und Datenverbindungen auch an einen Bereich gebunden, mit einem Bereich verbunden. Schauen wir uns auch den Dateneditor einmal etwas genauer Dann sehen wir hier auf der rechten Seite nicht mehr einzelne Datenverbindungen, wie wir das aus ClickSense Client Managed, wie wir das aus den ClickSense Client Managed Versionen kennen, sondern sehen hier alle die einzelnen Bereiche, auf die Sie Zugriff haben. Da ich in diesem Fall Tenant-Admin bin, kann ich alle Bereiche sehen und habe dann die entsprechenden Datenverbindungen, zum Beispiel auf einen Azure Storage, sehe ich dann direkt innerhalb der Applikation und kann auf die Daten zugreifen und die Daten in die App laden. Weitere Tipps zu erwähnten Themen, wie Sie eine Datenverbindung aufbauen, wie Sie eine App erstellen, finden Sie auf unserem YouTube-Channel und unseren Social Media Kanälen.